Leute. Ich habe meine BCAAs angenommen und mein L-Glutamin und meine Omega-3-Kapsel. Jetzt geht's auf zum Training. Heute, ja, ich trainiere ja sowieso ganz Körper. Das heißt, also unter anderem mal durchsortiert Kreuzheben dran, Langhantel rudern. Jawohl. Und ja, schauen wir dann mal nach. So Leute, bin vom Training wieder zurück. Wollen wir eben kurz, was habe ich heute, also was für Übungen habe ich am heutigen Tag gemacht? Zwar hatten wir als Anfang Rudern mit der Langhantel. Da kam Kreuzheben. Dann Bankdrücken und dann Schulterdrücken. Ja, und zu guter Letzt Bizepsübung reingeballert, in dem Fall Langhantel Curls. Und ja, jede Übung vom Gewicht her gesteigert, so darf es weitergehen. Mir dann gleich erst Shake nebenher. Dann mache ich mir noch gleich ein paar Protein-Pancakes fertig, denke ich mal. Gucken, ob Jo immer da ist. Aber bevor das wollte ich noch auf eine Frage eingehen, und zwar von Tim Schmidt fragt: Wie hast du mit YouTube angefangen? Ja, wie hat das angefangen? Ich muss jetzt lügen, wann das war. 2009, 2010 habe ich, glaube ich, langsam angefangen. Zu der Zeit, ja, wir waren da groß, da gab es auch nicht viel Großes. Es fing an mit die Außenseite und dann nach und nach kamen halt die anderen Kanäle, wie bei Titi kam er langsam schon ins Gespräch, Alberto, Flying Uwe. Also irgendwo bei 2009, 2010 bin ich irgendwie auf YouTube, ich weiß nicht mehr genau, wie und was gestoßen und dann habe ich gesehen, was man da machen kann und dass du auch Geld verdienen kannst, wenn du Partner bist und das teilweise auch nicht zu knapp, dass du von leben kannst, kam auch nach. Aber erstmal ging es nur darum, oh, ich habe da auch Bock drauf, probiere ich mal aus. Ja, womit habe ich dann angefangen zu filmen? Ich habe einen Gutschein gehabt, mir so eine Art Flipcam geholt, die ist zu der Zeit noch zum Vloggen genommen wurde. Qualität natürlich entsprechend Arsch. Sondern tatsächlich nie mit dem Movie Maker gearbeitet, sondern von Anfang an mit Sony Vegas. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen mit der Flipcam hier und da jeden Scheiß zu filmen oder habe auch dann so Videos gemacht, wie ganz üblich, einfach eine Musik und dann einfach ein paar Bilder dazu passend gezeigt, einfach nur die so ein Dia-Show sozusagen dazu passen. Ja, und wie es da so auch beim Anfang nie was Festes gehabt, also immer nur wirklich, auch hier hab ich Bock drauf, hier hab ich Bock drauf, am Ende so ein bisschen zusammengeschnitten. Völlig ohne Plan. Das Ganze natürlich nicht auf diesem Kanal, sondern war ein anderer, der existiert. Glaube ich sogar noch. Glaube existiert noch. Dann gab es zwischendurch noch zwei Kanäle drin und fing es nämlich an mit den Let's Plays. Lief alles nicht so. Mein Rechner machte das leistungstechnisch auch gar nicht mit. Die Framerate, teilweise hat die Spiele, der ja, macht keinen Sinn. Jetzt momentan
auch nicht. Also es geht zwar teilweise, aber muss trotzdem andere Eier noch her. Also ich habe auch nicht mehr so die Lust auf Gameplays, ehrlich gesagt, weil YouTube ist einfach von diesen Let's Plays und Gameplays, weil es immer viel einfacher ist. Es kostet nicht viel Geld, weil die Programme kriegst du zum Beispiel jetzt Demo-Version alles so kostenlos. Du kannst mit dem Headset anfangen, meistens PC hast du wenigster Aufwand sozusagen, oder musst du wenigste Equipment noch zusammenkaufen, weil es meistens schon für den Anfang da ist. Und ja, irgendwann habe ich entschieden, den Kanal hier aufzumachen lassen. Hab mir dann auch mittlerweile einige andere Kameras mal zugelegt. Ich hatte, ja, da können wir vielleicht ein andermal mal drauf angehen, was ich alles für Kameras hatte. Beziehungsweise so. Also habe ich halt angefangen, bin irgendwie drauf gestoßen, hab Bock drauf gehabt und hab dann viel rumprobiert. Ich probiere immer noch, oder will jetzt noch viel ausprobieren. Also gleich, also zwei Fragen. Und zum Thema Fitness. Hast du einen Ernährungsplan? Also, ne. Kurz gesagt, ich habe keinen festen Ernährungsplan. Ich will eigentlich momentan auch nicht auf Masse gehen, sondern Fett verlieren. Bis zur Fieber so ein bisschen. Zum einen für mich halt Fett verlieren, zum anderen auch für die Fieber. Also ein bisschen besser hin, bessere Form hab da. Wobei, naja, wie man es nimmt, ne? Nichts Besonderes dran. Und boah, also was, worauf ich jetzt achte, ist, dass ich mir jetzt nicht jeden Scheiß reinpfeife, dass ich ein bisschen weniger esse wie sonst. Und ja, auch, also halt nicht jeden Scheiß und wie sonst. Und hier verteile ich und da Pizza und hier McDonald's, auch wenn ich viel Pizza esse, aber ich produziere das Ganze halt.